Ahoi Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Und wir machen einfach mal mit der Aufgabe weiter. Die Quelle der mysteriösen Stämme finden. Leonardo? Ezio, komm her. Ah, eine Pappbox. Chiela. Ezio. Leonardo. Ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amigo. Komm her! Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, Ezio. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Okay. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Ich gab den Apfel Mario. Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo. Ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Nein. Sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vaticano? Sehr. Sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Genau genommen haben wir nur die zweite Klinge verloren und unser Gift und so haben wir dann alles. Interagieren. Doppelklinge, Klettersprunghandschuhe, Giftpfeile. Ja, ich habe das ganze Geld ausgegeben. Wenn du etwas kaufen möchtest, suche nach Kreidezeichnungen auf Bänken. Desmond, ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit Ezio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Okay. Okay, jetzt kann ich immer wieder die Doppelklinge holen, aber ich habe mein ganzes Geld gerade für Investitionen und Sachen ausgegeben. Weil ich habe jetzt die schwere Schwertscheide gekauft, ich habe noch mehr Wurfmesser und ich habe halt noch ein paar Gebäude renoviert auf dem Weg hierhin. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt knapp 1000. Schweine in Campania. Der wird alle töten, bis an die unteren Regionen ausgebreitet. Das dürfen wir bald haben, wenn wir normales Geld, also nicht normales Geld, was heißt, Geld wieder bekommen von unseren Banken. Aber wir machen nochmal einen Diebesauftrag vorher. Wir haben so eine Hauptmission abgeschlossen schon, ne? Was ist hier da jetzt? So. Und die anderen so weit weg, ich hab keinen Bock, das hinzulaufen. Schnauze. Ich habe seit Monaten nicht gegessen. Ja, so besser so. Aber seit Monaten nicht gegessen ist man tot. So, ich weiß. So eine Woche oder zwei sind ja noch möglich, aber seit Monaten, muss man glaube ich schon sterben. Oh, ich habe irgendwas gefunden. Ein Schatz. Sehr gut. Neue Karten kriege ich noch nicht bisher. Habe ich noch geguckt. Nur halt die eine mit dem Geschäftsauftrag, den ich aber noch nicht abschließen kann, weil ich noch nicht genug Sachen habe. Geht so, danke. Komme ich hier hoch? Nein. Oh, ich habe ja meine ganzen Assassinen wieder. Nicht alle auf den Auftrag geschickt.
Und ich habe auch noch einen Assassin, oder zwei schon geholt. Moment, bevor ich dich hier losschicke, hole ich mir noch einen neuen. Oder beziehungsweise skill ich nochmal schnell. So, Assassin. Du kriegst noch einen auf Waffen. Du kriegst zwei auf Waffen. Du kriegst einen auf Rüstung. Und du kriegst einen auf Waffen. So, Aufträge. Wien. Ja, okay, das mache ich dann später, weil die will ich so nur behalten. Und dann machen wir jetzt den Diebesauftrag schnell. Was heißt schnell? Ezio Auditore. Perdiana. Alle sprechen von eurer Flinkheit. Doch könnt ihr euch mit mir messen? Denke schon, ja. Weniger als 60 Sekunden. Den Emporkömmling. Da ist ein Taubenschlag noch. Was ist das schon wieder, Ezio? Wieso bist du jetzt da lang gesprungen? Können wir neu starten? Mein Controller ist ausgegangen. Hoffentlich ist die Stony. Ne, es geht noch sehr gut. Meine Batterien werden nicht langsam leer, aber ich habe keinen Akku am. Am Xbox Controller. Wieso ist jetzt da runterge... Was macht der denn? Also manchmal verstehe ich Assassin's Creed gar nicht mit der Steuerung. Wir benutzen Surferlorn, okay. Warum auch immer. Was? Nur weil dieses verschissene Spiel wieder verbuggt ist. Ja, super. Ich hab's genau in 60 Sekunden geschafft, eigentlich, aber eigentlich hätte ich ja noch weniger gebraucht. Aber nein, das Spiel denkt sich so. Nein, fick dich, Freddy. So, wo haben wir denn einen Auftrag, den wir noch schnell machen können? Wir haben noch 11 Minuten, das heißt, wir gehen mal am besten hier unten lang. Ich hasse sowas in Spielen. Ich hasse das einfach. Komme ich irgendwie ran? Ja, komme ich gut. Da war das Markieren sogar unnötig. Totems. Kriegt so viel unnötige Gegenstände, aber die Teile, die man braucht, muss man irgendwie stundenlang suchen. Wird wahrscheinlich das Teil da oben sein. Verpisst euch. Obwohl, hier wird mir das nichts bringen. Ich muss wahrscheinlich hier hoch. Und das ist ein Taubenschlag. Da kann ich theoretisch noch Mission machen. Muss ja nicht immer erwähnen, aber ich dachte gerade so. Beziehungsweise Aufträge, Missionen gibt es ja auch, aber ich glaube, die kann man nur am Ende machen, also wenn er ein richtig hohes Level ist, der Assassin, ne? Bin mir nicht ganz sicher. So.
Theoretisch können wir uns noch irgendwas kaufen. Was bist du denn? Leeres Fraktionsgebäude können wir nicht kaufen wegen dem Borgia-Turm, den wir jetzt auch noch machen werden vorher. Eine Todessprünge muss ich ja sowieso machen für die eine Diebes-Quest, aber das habe ich wahrscheinlich schon gemacht. Nee, die töte ich nicht. Ich brauche den Pfeilregen noch für, oder Pfeilhagel noch für später wahrscheinlich. Moment. Muss doch hier hin oder nicht? Hier keine Ahnung. Wir könnten theoretisch eine zu Leonardo noch gehen, aber nee. Wegen dem Doppelkling, die kaufen einfach, wenn ich das nächste Mal wie in der Stadt bin. Also hier kann ich anscheinend noch nicht hin. Das heißt, wir werden jetzt die Aufgabe machen. Das ist mein Turm vor der Aufgabe. Oder wir holen erst das Banner noch. Ja, das klingt machbar. Ja, das ist ganz cool, wenn man dann hier so durchrennt, dann sieht man das Teil. Falls man gerade was Wichtiges macht, kann man theoretisch eigentlich das Adlerauge schnell anmachen, damit was markiert ist. Aber praktisch wird es dann wahrscheinlich nicht gehen, weil ich zu blöd bin. Da kann ich wirklich noch nicht hin. Sehr gut. Hallo? Wie sieht das aus, könnte ich was machen? Ah, hier muss ich das... Ach so, wenn ich glaube, wenn ich das Aquädukt hier weiterbaue, dann fließt das Wasser auch irgendwie weiter. Wo muss ich denn hin? Wie komme ich denn nach da oben? Wenn man nicht alles selber... Ja, danke schön. Ich sehe den Turm schon selber. Kann ich den Turm jetzt hier nicht? Lässt mich nicht arbeiten. Zumal den Aussichtspunkt nicht. Habt ihr kein Schamgefühl? Weiß ich nicht, so würde ich irgendwo hochkommen. Und rüberspringen glaube ich auch nicht. Ja, okay, dann machen wir erst die Aufgabe hier. Vielleicht müssen wir dann den Turm ja fertig machen. Huhu. Kriegspläne, ein Templer, also Leonardos Ding. Die Söldner in einen Kampf schicken. Hier Söldner. Ja, wahrscheinlich kann ich hier nur Söldner vorkaufen, sodass es leichter geht. Das war's schon. Der hat mich einfach niedergehauen. Neue Erinnerung an Christina verfügbar. Sehr gut. Dann looten wir hier noch ein bisschen rum. Ne, noch eine Medizin. Weil... Ja. Okay, und jetzt haben wir noch... 5 Minuten und die nächste Aufgabe ist... Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ich glaube, diese Leonardo-Aufgaben, die gingen mal relativ lange, weil da muss man erstmal wohin gehen, dann irgendwas machen und dann noch was machen und dann... Ja. Oh, ich habe Banner gefunden. Ah, ich weiß nicht. Ja, wir versuchen es noch. Wenn es länger dauert, dann halt... Dauert es halt länger. Easy. Colli Albani.
Maschinengewehr Kali Albani, okay. Zum Glück habe ich es zweimal gerade vorgelesen. Feuer zerstören, der Baupläne niemand töten. Oh. Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sollte irgendetwas geschehen. Sehr gut, hat das schon mal funktioniert. Lasst mich in Ruhe, ich habe nichts verbrochen. Wollen wir nicht selber behalten, die Pläne? Wie zerstöre ich das am besten? Entdeckt werden ist wieder erlaubt. Achso, vorher war es nicht mal erlaubt. Sehr gut. Ich hab sie getötet. Sehr gut. Komm schon, Pferdchen. Ich hasse das, dass die Pferde immer so denken, so, ne, jetzt muss ich nichts machen. Könntest du bitte auch noch nicht so schießen? Wenn du nicht triffst. Und mein Controller ist wieder aus. Sehr gut. Ich muss unbedingt in die Batterien reinpacken. Ich hasse das. Immer wenn die halb leer sind, dann hört die Verbindung schon auf, irgendwas zu machen. Lago di Nemi. Aber ich finde das sieht richtig schön aus hier. Ich habe doch gar keine Doppelklinge gehabt. Sehr gut. Ich krieg kein Geld dafür. Taktische Kamera. Wie versteht das nicht ganz mit den Leuten umfahren? Aber das klappt irgendwie nicht. Oder soll das so funktionieren? Bam, Junge. Easy. Oh Gott, noch mehr. Wow, Doppelkill. Collateral. Die armen Pferdchen. Den habe ich gerade richtig zerfetzt. Das Maschinengewehr ist richtig cool. Das sollten wir nicht zerstören, das sollten wir unbedingt mitnehmen, Ezio. Medizin genommen. Bleibt auf der Straße!
So, der Part wäre jetzt vorbei, aber das machen wir noch schnell zu Ende. Wir müssen uns zwar wieder hergestellt, endlich. Zum Glück fallen die Pferde hin, weil sie über die anderen Pferde fallen. Oh Gott, sind das hier. Ah, ich hab's doch getroffen, sehr gut. Ich frag mich auch schon, wie viele es davon geben wird. Er wurde nicht mehr auf der Karte angezeigt, die schießen schon weg. Bam! Boah, das ist so cool. Netter Versuch. Wie geht das denn noch? Wie viele von diesen Dingern gibt es denn? Tut mir leid. Das war's aber, oder? Il mondo è migliore. Was? Ich sprach Bane nicht, tut mir leid. 100% Synchronisation. Endlich. Ja, also das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ach ja. Hoffentlich kommt keine Zwischensequenz mehr. Allahu Akbar. Puh. Nein, sehr gut. So Leute, dann hofft ihr, hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.